Leute, Soundtrack für den Sommer. Diese Jungs sind safe wieder mit dabei. Aperol im Glas, ich komm in volle Fahrt. Wirkt zwar ein bisschen planlos, aber ist egal. 01099 liefern gerade einfach ab. Ich bin auf dem Weg, keine Zeit zu verlieren. Picali Jeans in Hellblau aus 2004. Bei den Jungs aus Dresden ist in den letzten anderthalb Jahren eine Menge passiert. Ein Top-10-Album, Mainstage beim Splash und Features mit Artists wie Crow, Lea und Chiago. Digga, wer hätte das gedacht? Ob sich der Vibe von 01099 mit der Zeit verändert hat, mit welchem mysteriösen Act sie unbedingt zusammenarbeiten wollen und wie sie mein erstes Video über sich fanden, das seht ihr jetzt. Es hat sich viel getan, trotzdem bleiben wir hier und wir wollen nach den 150 natürlich auch die 200.000 knacken. Also helft uns dabei und lasst ein Abo da, sonst Flöte. Zachi, Paul, Teilzeitmitglied Dani und Gustav. Seit 2019 bringen sie als 01099 Songs raus und im Herbst 2021 habe ich mein erstes Video über die Jungs gemacht. Schrullig, sympathisch, mit klaren Prinzipien und einem Sound, der irgendwo zwischen Kika-Serien-Intro-Musik und Deutschrap-Untergrund liegt. Das Video haben sie damals auch gesehen und fanden's, ja. Im ersten Moment fand ich es so ein bisschen komisch. Aber dazu später mehr. 01099 waren in letzter Zeit nonstop am Hustlen. Der letzte Sommer war heftig. Wir haben ja 36 Festivals gespielt. Nach einer fetten Tour. Nach einem Album-Release. Ja. Dementsprechend waren wir echt super viel unterwegs. Total. Und es war krass so. Mega, mega viel. Und wir sind wahrscheinlich noch nicht mal mit der Hälfte durch mit Verarbeiten irgendwie. Parallel zu den ganzen Konzerten und Festivals haben die Jungs auch ohne Ende Hits rausgehauen. Ich mach die Jacke zu und hör die Nachricht noch mal an. Skandalös. Wir gehen total schaden nach zum Kiez, aber ist trotzdem schön. Ich bin glücklich und denke gerade an dich. Für glücklich haben die Jungs ein Crow-Feature klargemacht. Dieser Song, glaube ich, war eine gute, sag ich mal, Symbiose zwischen Crow und uns. Und klar hat uns das nochmal auf einen, sag ich mal, auf ein bisschen ein anderes Level geholt, um das so ganz plump zu formulieren. Weil es ja schon auch schön ist, wenn man einen großen Künstler hat, der sagt, die Musik finde ich so gut, dass ich mit denen gerne einen Song machen will. Spätestens seit diesem Feature sind 01099 meiner Meinung nach in ihrer Mainstream-Ära angekommen. Ich bin ein Businessman und ich mache einfach mein Business, Mann. BHZ, Rin, Crow, Lea, Soho Bunny, Chiago. Mit all denen haben 01099 in den letzten zwei Jahren Songs gemacht. Was all diese Artists gemeinsam haben, dass sie übelst erfolgreich sind und längst nicht mehr nur Pop oder Deutschrap machen, sondern sich quasi ihre eigenen Bubbles aufgebaut haben. Manche von diesen Feature-Tracks sind nicht so meins. Denn so wie du bist, wie du eigentlich bist, fällt keinem hier auf. Du wirst schön, auch wenn du es gerade nicht glaubst. Andere finde ich richtig nice. Cider mit Soho Bunny zum Beispiel ist insane eingängig. Ihre Liebe ist wie Cider. Sie schmeckt so gut, doch macht mich nicht mehr wirklich high. Wenn du weißt. Fun Fact: In dem Video spielt neben Chiago auch die Newcomerin Dilla mit. Apropos Ago: Der 01099-Track, der die Jungs in der letzten Zeit am meisten gepusht hat und sogar auf Platz 3 der Singlecharts gelandet ist, ist anders. Oh mein Gott, Charlotte, sag mir, ich bin todeshot. Bei der Kombi war ich erst so, okay, interessant. Ago ist ja eigentlich so dieser Rave-Atze, passt es überhaupt? Aber eigentlich macht's total Sinn. Die Jungs von 01099 haben Ago nämlich schon sehr lange auf dem Schirm. Er hat einen Song super wavy mit YFG Pave. Ja. Aufs gleiche Instrument wie Frisch. Ich fühl mich super wavy. Kamen YouTube-Kommentare rein, so, hey, ist ja gleicher Beat wie, ja. Oder irgend, ich glaube, die haben sogar geschrieben, hey, der hat euren Song geklaut und so, ja. Manche wissen ja nicht, wie das Instrumental-Game so funktioniert, ne? Ja, ja. Die frühen Releases von Chiago feiern 01099 so sehr, dass sie in 2022 mit auf Tour genommen haben. Was geht, Leute? Ich bin Chiago und ich spiele die nächsten drei Shows in Hamburg und Berlin. Support Act für die Jungs von 01099. Die Jungs und Ago sind inzwischen beim gleichen Management. Da macht so eine Zusammenarbeit natürlich auch auf Business-Ebene Sinn. Trotzdem glaube ich, dass sie auch einfach Fans voneinander sind. Er erlebt irgendwas und dann ist es im nächsten Song drin und so. Das ist einfach, geil. Und das ist ja auch was, was uns, glaube ich, verbindet. Total. So, dass er was erlebt, das irgendwie dann runterschreibt. Und das ist bei uns ja auch so. Ja. Bei ihm nochmal in einer bisschen atzigeren Variante vielleicht, könnte ich mir vorstellen. Ein
anderer Artist, mit dem vor allem Gustav von 1999 connected hat, ist ihr Dresdner Kollege Noah. Kommissar, ich weiß, dass du gestern besoffen warst. Wenn du kommst, sind wir schneller als Forrest Gump. Wegen dir habe ich Briefe vom Ordnungsamt. Also sag nicht, du hast dort deinen Job gemacht. Bei der 1999 Chiago Connection war ich schon verwirrt. Aber hier war ich echt so... Hä? Noah war nämlich bis 2021 im Umfeld der KMN-Gang am Start und hat Songs mit Leuten wie Enno und Dadan gemacht. Das ist schon die ganz andere Ecke von Deutschrap. Keine Ahnung, wie lange das alles hier anhält. Wir haben Unendlichkeit. Fick auf die Roadie, wir tragen nur an. Check, guck mal, wie hell sie scheint. Ich hab Noah früher extrem krass gefeiert. Also als ich so 16, 17 war, war der gerade am Kommen. Und es war wirklich so der Künstler, den ich einfach tot gefeiert hab. So. Und dann haben wir uns irgendwann im Laufe der Zeit, so als es bei uns jetzt auch so losging, halt kennengelernt, waren zusammen im Studio. Und da ist Luftballon entstanden so. Und daraus, also es hat irgendwie so gut funktioniert, wir haben so gut gevibed, irgendwie, er kann so unfassbar Texte schreiben, so aus einer ganz anderen Perspektive, die ich gar nicht kenne, so die man gar nicht gewohnt ist. Und mich hat das mega gereizt, mal, dass wir so diese beiden Welten, weil wir halt schon mega verschieden sind in dem, was wir machen, so, ist ja wirklich was ganz anderes, da irgendwie eine geile Schnittmenge zu bilden und daraus neue Songs entstehen zu lassen. Denn du gehst ohne Grund davon, ist okay, ich lass dich fliegen wie ein Luftballon. Und aus einem Song ist dann eine ganze EP geworden, die vor ein paar Wochen rauskam. Ganz ehrlich, die Kombi funktioniert. Junge, mach dich nicht kaputt, mach dies, mach das, alles hat seinen Grund, doch erinnert dich daran zu lieben, zu lachen, mal wieder zu atmen, denn unter dem Druck. Irgendwie schaffen es 01099, dass die Leute, mit denen sie Songs machen, auf einmal auch wie 01099 klingen. Egal, ob sie von Haus aus den ähnlich chilligen Vibe haben wie Crow oder wie Lea plötzlich selbst auch so eine Art soften Sprechgesang machen. Das ganze Wer mit 01099 einen Song macht, spielt automatisch in ihrem fluffigen Sundowner-Film mit. Und den haben sie mit der Zeit immer mehr perfektioniert. Mit einem Drink in der Sonne sitzen, unterwegs sein und nach dem Feiern dann verkatert rumhängen und nostalgisch werden. Das ist ein Vibe, der taugt den Jungs und den können sie auch einfach gut rüberbringen. Heute genauso wie vor ein, zwei Jahren. Ihr glitzert rot im Augenlicht und die ersten Strahlen fallen auf dein Gesicht. Und es ist alles ruhig, weil der Tag anbricht und ich höre dir zu gerade, doch ich folge dir nicht. Bei 01099 geht es super oft darum, schöne Momente irgendwie festzuhalten, obwohl man weiß, dass sie bald vorbeigehen. Dieses bittersweete Spätsommernachtgefühl. Es ist lange hell im August, es ist lange hell und ich muss. Nur noch zwei Straßen weiter, ich bin bald da. Dazu passt auch super gut, wie sie rappen bzw. singen. Eher soft, eher leise, dafür übelst melodisch. Ich warte unten, in meinem Beutel ist ein Vino und für Unsinn. Ein paar Runden, wenn die Straßen leer sind und die Sterne funkeln. Diese angenehmen, melancholischen Vibes sind mir damals in meinem ersten Video über sie auch schon aufgefallen. Inhaltlich schwingt bei 01099 für mich super oft so was Nostalgisches, Freundschaftliches mit. Im Song 2000er thematisieren 01099 diese Nostalgie direkt. Im Viertel hat sich viel getan. Es ist nicht jeder mehr von früher da. Und auch in anderen Songs droppen sie immer wieder Nullerjahre-Referenzen. Die Nacht ist klar und die Wiesen voll taub. Wenn mir gustas du auf Kopfhörern laut. Me gustan los aviones, me gustas du. Rollte Lieder in deinem Ohr, bitte gib mir nur ein. Bitte, bitte gib mir. Nochmal zu meinem ersten Video über 01099. Mit meiner Analyse mussten sich die Jungs scheinbar erstmal anfreunden. Berichterstattung über einen selber ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil man irgendwie einen Wunschgedanken hat. Ja, wie möchte man gerne dargestellt werden? Und ja, der wird selten bis nie getroffen. Du hast uns so süß dargestellt, so niedlich irgendwie. Ja. Und das ja, aber ja, Moment, scheiße. Im ersten Moment fand ich so ein bisschen komisch, weil so nehmen wir uns natürlich selber nicht wahr. Mittlerweile verstehe ich natürlich total, wie das zustande kommt und was du meinst. Fair enough. Ich finde tatsächlich, dass meine Einschätzung von damals auch heute noch ganz gut zutrifft. Lieb, wholesome, bisschen verspielt, dabei auch immer ehrlich und authentisch. So kommen 01099 in ihren Interviews, Videos und auf Social Media für mich rüber. Ja, ich sollte Horn studieren. Und genauso konsequent ziehen sie auch ihren Sound durch. Socken warm, Kopfhörer auf,
Bin auf der Couch fast eingeschlafen, aber raff mich doch mal auf. Mit dem Erfolg haben sich für 01099 mittlerweile nochmal ganz andere Möglichkeiten ergeben. Zachi, Paul und Gustav haben in den letzten anderthalb Jahren sowohl mit A-List-ProducerInnen wie Blue Cry und Suena, Mixo und McCloud und Alexis Troy, als auch mit alten Bekannten wie Barret zusammengearbeitet und ihr Produktionslevel hochgefahren. Und dann komm ich heim, bin mit meiner leeren Wohnung allein. Ist okay, ich weiß, die Zeit vergeht schnell in der Stadt, es wird hell in der Stadt. Klar, krass edgy oder experimentell ist das, was sie machen, jetzt nicht unbedingt, aber ganz ehrlich, muss es ja auch nicht sein. Ich find's tatsächlich nice, wie sich der Classic Wholesome Melancholie Sound immer wieder durchsetzt, egal mit wem sie arbeiten. Hinter diesen ganzen Kollabos steckt, glaube ich, kein Masterplan. 01099 haben sich einfach ihren Platz erspielt und können arbeiten, mit wem sie wollen und machen, worauf sie halt Bock haben. Bin gespannt, was da als nächstes kommt. Ich habe ja das Gefühl, dass sie ihr nächstes Feature auch schon gepickt haben. Danziger 99. Ja, Danziger 99, Alter. Die ganze Wave, ja, gibt es ja auch ein paar andere Artists noch. Genau, das ist ja einfach gestört. Das ist wunderschön. Du sagst, es ist zu spät. Schau in deine Augen und seh, wie sich einer. Also, das hat man so noch nie gehört und holt uns, glaube ich, alle völlig direkt ab. Ja, und kann man in Dauerschleife hören. So kann man nicht überhören. So. Das ist einfach richtig cool. Danziger, melde dich bei uns. Bitte. Wie seht ihr das? Haben 01099 eurer Meinung nach ihren Sound mit der Zeit verändert? Welche Features feiert ihr? Welche vielleicht gar nicht? Schreibt's mir in die Kommentare. Und wenn ihr Bock habt, 01099 live zu sehen, dann habe ich einen sicheren Tipp für euch, nämlich das Puls Open Air 2023. Da spielen die Jungs. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Seid lieb zueinander. Ciao. Bis nächste Woche.